Bisher bei Baumi allein im Wald. Eine Sache fehlt aber noch vollkommen und das ist eine echte Punkrock-Nummer. Dann kommt ein Refrain mit 8 Zeilen, dann springt die CD. Das ist schön. Genau, der ist es. Scheiß Instrument. Und nun die Fortsetzung. Ich mache es in 2 Hälften. Ich mache bis hinter das Solo. Und ich sollte vielleicht im Solo nicht machen, sondern nur. Das sind alles so Sachen. Und ich würfel die Zwischentöne durch. Na, es ist doch echt nicht schwer, ey. Mit dem können wir doch leben. Oder, oh, ich habe heute noch nicht abgespeichert. Er ist nicht sofort auf Tempo da, das ist blöd. Yay, Take 42! Heidewitzka, besser wird's nicht, tut mir leid, ist Punkrock. Mal ganz kurz gucken, ob der hier wenigstens sauber war. Es geht auf jeden Fall besser, das machen wir nochmal. Und nochmal. Junge, geh doch wieder dahin, du verhurtes Stück Drecksscheiße, entschuldige bitte. Jetzt habe ich natürlich die Ansicht wieder nicht so, dass ich den letzten treffen könnte. Jetzt schaltet die Ansicht genau da um. So, den haben wir. Warte, ich mach's uns mal kurz schön hier. Wir brauchen diese riesige Pause im Grunde überhaupt nicht. Die ist nur dazu da, hier diese CD-Skip-Klamotte später da rein zu editieren. Das wird auch noch Spaß. Also das wird dann wieder wirklich Spaß machen. Jetzt gerade ist ja eher so, ne? Aber ich mache ja kein reines Entertainment-Format. Ich mache ja auch ein bisschen Doku. Warte mal, ich halte hier mal zu, dann rauscht das nicht. Ich mache ja auch ein bisschen Doku. Und wenn was scheiße ist, dann ist halt was scheiße, ne? So. Da haben wir ein Crossfade. Da hinten haben wir Kraterlandschaft, das ist egal. Wir haben die Instrumente. Okay, ich beende jetzt hier Aufnahmen, damit mir nichts verloren geht und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder im gewohnten Hochformat zum Gesang. Okay, okay. Dann bis dann. Und Kuckuck, wir sind zurück. Und um euch in ein Geheimnis einzuweihen, wir haben einen Tag später. Ich bin hier gestern wunderbar fertig geworden mit dem Video und mit dem Demo und so weiter und so fort. Und dann ist mir ein weiteres Mal meine Windows-Screen-Aufnahme abgeschmiert. Ich glaube, diesmal war ich selber schuld. Diesmal war ich zu übereifrig, dieses fantastische Programm zu schließen, bevor es aus seinen Temp-Dateien schlau werden konnte, die ich jetzt nicht mehr benutzen kann. Deswegen mache ich heute einfach alles nochmal, was jetzt noch ansteht. Im Wesentlichen war das Gesang. Hier steht ein Keyword, das habe ich gestern vergessen. Das ist aber nur Pillepalle. Und eine ganz spontane Idee, also gestern war sie ganz spontan, hier fliegt eine Mundharmonika rum. Und ich erwähnte bereits, dieser Song ist in C-Dur und die hier auch. Das heißt, wenn du reinpustest, hast du einen C-Dur. Und wenn du ziehst, dann hast du ein G7, dominant Sept. So, es gibt einige Stellen, gar nicht mal so viele, aber ein paar. Da geht der Song vom G ins C. Und da dachte ich, man könnte so einen machen. 1, 2. So ein. Und dann gibt es noch ein paar andere Stellen. Da geht der Song vom G ins A-Moll. Und für die Cracks unter euch, A-Moll sind 3 Töne und C-Dur sind 3 Töne und 2 sind gleich. Und wenn ich genau diese 2 hier treffe, ich beherrsche dieses Instrument nicht wirklich, es reicht nur, um damit ein bisschen rumzuspinnen,
Aber ich glaube 4 und 5. Da muss ich hin, dann passt es auch auf ein A-Moll. So ungefähr. Aus diesem Grund habe ich hier zwei neue Spuren. Harmonika links und Harmonika rechts. Und würde das dann gerne mal schnell aufnehmen. Das war das. Ich muss hier genau einen Stecker umstecken und dann hören wir unser Keyboard, also meins in dem Fall, und wir hören es Stereo. Was ich nämlich brauche, ich erzählte was von Blasmusik. Haben wir hier irgendwo Tuba 47. Und dann könnte ich ihm noch vielleicht... Das ist doch schön. Ich glaube, ich muss das Keyboard stimmen. Mir gefällt auch nicht, was ich da mache. Cool, oder? Probieren wir das mal. Ich weiß nicht, ob das in dem Tempo hinhaut. Ein bisschen Vorlauf wird sogar gehen. Oh, was machst du denn schon wieder da? Das ist schön. Das finde ich gut. Und gleich nochmal. So, wenn ich jetzt noch was finde, was dazu passt, müsste mich da mal an Kadenzen halten. Sowas in der Art, aber mit einem anderen. Blasinstrumente aus dem Keyboard, also synthetische Blasinstrumente klingen grundsätzlich immer kacke. Aber ich kann leider keine spielen und besitze keine und kenne niemanden. Und wenn doch, dann will ich mich auf keinen anderen verlassen müssen, weil das hat immer nie funktioniert. Immer nie. Ja, nee, komm, geh. Junge, Alter. Ah, es wird. Wenn ich jetzt über die Dauer dieser Takte die Gitarren... Das gefällt mir nicht, dass da welche drunter sind. Jetzt sind da keine mehr drunter. Wenn ich die einfach mal mute. Es ist ein Anfang. Es reicht mir für heute. Dann lass uns doch mal weitermachen mit Gesang. Und dann sind wir auch gleich schon durch. Ja, über die Sounds werde ich noch ein bisschen gucken müssen. Wird euch vielleicht schon aufgefallen sein, die fertigen Mixe bis jetzt klingen doch nochmal eine Spur besser als das, was man so während den Aufnahmen hört, weil ich da ein bisschen rübergehe, aber auch nur ein bisschen. Die gute Nachricht ist, heute geht es der Stimme wieder ein bisschen besser und ich habe es ja gestern schon ein paar zig Mal in Sand gesetzt hier. Deswegen dürfte das relativ schnell von der Hand gehen. Geh auf die Dunkel, geh auf die Dunkel. First Take war zum Warmwerden. Der ist geschenkt. Sie hatten Drums, hast du sie live gesehen? Georg die Dummkopf hatten alles. Ist ein bisschen vom Feeling her anders als gestern. Gestern war ich halt echt mega heiser und es kam wesentlich krächziger raus. Wo ich jetzt im Nachhinein aber finde, das steht dem Song besser, weil das ist ja Punkrock am Ende des Tages. Ich mach nochmal ein, zwei, vielleicht werde ich ja ein bisschen heiser.
Mutter war ein Problem. Ich hab sie nie live gesehen. Genau so einen möchte ich gern nochmal haben und dann reicht mir das absolut. Sie haben meinen Schwanz, 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 Schwanz. Ah, der war vorher schon schlecht. Irgendwas hat's heute nicht, was es gestern hatte. Ist ein bisschen. International, Molotov, Mutter. Das gefällt mir so. Als nächstes mache ich mir. Ich mache mir Metronom an und mache mir hier ein Loop. Und dann nehmen wir jetzt Background-Gedönse hintereinander weg auf. Das ist das Ding, wo ich den Fail-Song durch den Kakao ziehe, was ich aber auch darf. Ich singe 10-mal das gleiche und ich will, dass es wie 10 verschiedene Leute klingt dann hinterher. Ich kann nicht mega gut singen, ich kann aber ziemlich, ziemlich mega gut zu mir selber singen. Also so, dass halt möglichst identisch wird. Und genau das muss ich dann falsch machen. Das heißt, ich muss schief singen, ich wollte mitklatschen, ich darf nicht zu sehr im Takt sein und so. Georgi, 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 Alex! Gut, das waren 10 Takes. Wir sind fertig mit Aufnehmen jetzt. Und dann sitzen wir wieder hier. Und dann kommt einer dahin, und dann kommt einer dahin. Und ich will es ehrlich gesagt gar nicht hören. Mutter war gar nichts! Das kann man aber mal machen. Das hätte schlimmer werden können. Wir sind fertig mit Aufnehmen, eine Sache fehlt. Mal kurz gucken. Wo sind wir denn hier? Also im Wesentlichen kommt jetzt Basteln mit Baumi. Special Edition. Diesen ganzen Krempel hier brauchen wir nicht mehr. Wo höre ich denn jetzt auf hier? Hast du sie live gesehen? Da ist das Ich. Den hänge ich einfach nochmal dran. Hast du sie live gesehen? Ich hab sie nie live. Jetzt ist wichtig, dass das nicht zu sehr im Takt klingt. Hast du sie live gesehen? Ich hab sie nie live. Vielleicht noch ein Stück von dem Ich weg. Live gesehen, ich hab sie nie live gesehen. Das ist nicht schlecht. Live gesehen, ich hab sie nie live gesehen. Den will ich noch mal haben, aber mit weniger. Hast du sie live gesehen? Ich hab sie nie live gesehen. Kann man, glaube ich, machen. Ich mache noch einen dahin. Und dann wollte ich noch Schwanz haben. Übrigens, das ist der einzige Song auf dem Album, in dem ich Schwanz sage. Und ich benutze Metasprache und keine Objektsprache. Das heißt, ich rede nicht über das Teil, sondern über das Wort. Ja, dass mir auch da keine Klagen kommen später. Ich bin erwachsener, als ich wirke. Wo ist denn das? So, einfach nur Schwanz, wow. Und kopieren. Und einfügen. Diese, ja, genau. Warte mal, erstmal mache ich das hier doch nochmal weg. Weil das geht mir zu sehr in das See rein. Gefällt mir, glaube ich, besser. So, jetzt kommt da Schwanz, wow. So, und für hier hinten habe ich auch noch. Wobei, ich weiß noch nicht, ob es mir gefällt. Mit ein bisschen weniger Schwanz, Entschuldigung. So vielleicht? Also bei dem zweiten. Der erste ist okay. Gefällt mir, glaube ich, besser so. Wobei es jetzt schon wieder fast wie im Takt ist. Dann vielleicht ein bisschen mehr Wow. Oh ja, da so die Snare noch so halb drin hängen. Das ist immer gut. Ja, so ist gut. So ist gut. Den nehmen wir nochmal. So ist schön. Und für hier hinten habe ich noch einen ganz besonderen vor. Nehmen wir hier mit der Snare. Warte, wie war das? So und vielleicht ist es das schon. Oh, das ist viel zu kurz. Irgendwie nicht. Mache ich das nochmal von mir aus so? Kurz probieren. Ja, der ist besser. So ist besser. Also, jetzt nochmal das Ganze. Wir kommen hier irgendwo aus dem Hast du sie live gesehen? Ich sage, ich nehme doch noch ein bisschen von hinter der Snare mit und ein bisschen weniger von davor, so vielleicht. Oder ich mache einfach noch ein paar mehr dahin. So. Ich
denke, das ist in Ordnung. Und jetzt nehmen wir hier den Krempel und ziehen den so dahin, dass er da schon begonnen hat. Oh, wenn ich ihn sehe. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Georgi Dunkhoff! Ist ein bisschen Fummelarbeit, aber wie ist denn so, wenn er da dann erst anfängt? Auf der Schwelle praktisch. So ist schön. Können wir die Drums einfahren bis dahin. Und dann haben wir es im Kasten, denke ich mal. Also fürs Erste. Es werden sich noch einige Sachen tun. Ich habe hier noch Riffspuren irgendwo. Vielleicht mache ich was mit der anderen Gitarre. Vielleicht mache ich aber auch, weil ich überlegt habe, ich könnte mir vorstellen, dass da so unverzerrte Terzen irgendwie von einem Akkord in den anderen gleiten. Ich habe eine Hawaii-Gitarre, also so ein Brett-Dingsi, weißt du, wo du dann mit so einem, wie so einem Bottleneck, kannst du dann die Akkorde durch die Gegend schleifen. Vielleicht mache ich damit was. Es wäre bestimmt auch nochmal schön wirsch. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Wir haben Blasmusik, wir haben Mundharmonika, wir haben ein Melodika-Solo, wir haben eine springende CD, wir haben einen besoffenen Männerchor. Ich hoffe, das reicht aus, um Georgi Dunkhoff zu huldigen, meiner Lieblingsband, vielleicht deiner auch. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Resultat. Wir sehen uns nächstes Mal, da bringe ich wieder einen etwas gehaltvolleren Song mit. Ja, wobei, ob gehaltvoller, weiß ich nicht, aber einen schönen. Einen schönen und wird Spaß machen, da bin ich mir sicher. Okay? Okay! Ach, was? Ach, und dann muss das... Ich sehe gerade aus wie dieser Typ, der sich meldet von der Raumstation, als die Vija-Wolke kommt. Und dann wird die ganze Raumstation gefressen. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ich werde immer ein bisschen paranoid, wenn hier das Display... Seht ihr das überhaupt? Ja, das seht ihr. Wenn es ausgeht, dann denke ich immer, er macht's nicht mehr. Weil er läuft immer auf Batterie, weil wenn der Strom drin ist, dann habt ihr mehr Brumm. Und das will ja keiner. Manchmal vergesse ich's, dann habt ihr mehr Brumm. Aber es merkt ja keiner.